glaube, der Hund hat uns gerettet. Ich hoffe, die Angriffe sind vorbei. So ein süßer Hund. Und wie man sieht, ist alles nur noch ein Schlachtfeld. Na komm, guter Mann. Schon der nächtlingste Blunderklump. Und Karl ist offenbar mit dem General im Zeppelin. So, hier fehlt offenbar ein Hebel. Ach, guck mal da oben. Der Hundi zeigt uns das auch an, wie es aussieht. Der bellt dann den Hebel an. Hallo? Hier. Na komm, sei ein guter Junge. No, ich mag den Hund. So, und jetzt. No, kann man. Oh Mann, ich will den Hund knuddeln. Warum kann man den nicht knuddeln? Oh, das war kein Knuddeln. Nein, das ist auch kein Knuddeln. Ah, da, so bleibt er hier. Und so schleppt er uns eine Flasche mit. Das ist ja cool. Das heißt, der Hund kann auch immer Sachen mitschleppen. Da bleibt er sogar freiwillig. Achtung. Keine Bomben da rein. Okay. Und weiter geht es. Die Schlacht von Neuve-Chapelle. Ich hoffe, ich lese das alles richtig vor. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Bombenregen, der am 10. März 1915 über den deutschen Stellungen niederging. An diesem Tag kam zum ersten Mal die Taktik der Feuerwalze zum Einsatz. Dabei konzentrierten alle Geschütze ihr Feuer gleichzeitig auf ein einziges Ziel und verlagerten es dann nach einem genau ausgearbeiteten Zeitplan um einige Meter, während die Infanterie im Schutz der Artillerie vorrückte. 530 Kanonen verschossen an diesem Tag mehr als 216.000 Granaten. Das heißt, jede Waffe feuerte alle 2 Minuten einmal. Ich komme ja schon, Hundi. Oh Mann, Krieg bleibt immer gleich. Da Hunde keine Leiter klettern können, habe ich den mal ins Loch geschickt. Da unten ist auch eins und der Hund ist schon da. Das war offenbar die richtige Entscheidung. Okay, hier können wir graben. Die Frage ist, was ist hier hinten? Okay, da können wir nicht durch. Da muss wahrscheinlich der Hund durch. Und wir graben uns dann hier. Da ist der Hund ja wieder. Da geht's nicht weiter. Wir graben uns dann hier durch die Schützengräben, wie es aussieht. Nein. So, die Leiter haben wir jetzt runtergelassen, aber ich will lieber hier nochmal runter. Da finden wir auch gleich noch was. Der Hund ist oben, der kommt aber schon gleich durch. So, und da kommen wir
Also auf zwei Wegen kommen wir ja runter, falls man die Weinflasche nicht mit dabei hat. Boah, wie es hier aussieht, einfach nur. Und das machen Menschen aus der Erde. Und das machen Menschen mit sich gegenseitig. Das ist der Preis für unsere Menschlichkeit. Alle Jahre wieder. Na, was ist denn da? Ein Knochen. Na, dann trag den mal. Nein, gib den mal. Darf ich den haben? Na, so ein lieber Hund. Wem auch immer der Knochen gehörte, ich hoffe, es war kein Freund. Au. Und da oben ist noch eine Uhr, die wir uns theoretisch holen können. Aber ich glaube, ich möchte nicht hier lang. Ist mir ein bisschen zu riskant, glaube ich. Ah, oh, voll erschrocken. Oh Gott. Okay, wir brauchen nicht mehr nach da zu gehen. Ich mich erschrocken vorhin. Nanü? Das ist kein Würstchen! Das ist kein Würstchen! Bleib hier! Nein! Nein! Komm raus! Komm raus! Komm raus! Oh nein! 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 Nein! Die britischen Truppen setzten ihren Angriff auf Neuve-Chapelle fort. Ihr nächstes Ziel, die Rückeroberung von Port Arthur. Sir, yes, sir. Wir befinden uns wieder auf der anderen Seite. Gegenstände gibt's ja nicht. Und wir laufen offenbar mit den Briten in den Krieg. Scheiße. Nein, 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 nein. Ach, sind unsere. Okay, Entschuldigung. Ich bin so übermotiviert. Schnell, schnell, schnell. Lauf. Kommt schon. Scheiße. Ah, Glück gehabt. So, meine Herren, was haben wir denn da? Was, was? 2-2? Ich hoffe, das ist richtig. 2-3-2. Ah, okay. 2. Okay, nochmal 2. Okay, dann doch die 3, ja. Ah, von rechts nach links. Stimmt ja. Wie schlau. Ja, ja, ich komme ja schon. Das war doch 3. Das sind noch 3. Das sind 3. Guck doch hin. Zwei, das... Hier, 3er, Alter. Hier ist ein 3er. Ja, das versteht, wer will. Ein 2er will er nicht? Hier, nimm einer.
Ach so. Na, das muss man natürlich wissen. Hier, bitteschön, mein guter Mann. So, dann drehen wir den guten Mann mal nach links. Und geben ihm noch einen Zweier. Na, dann wollen wir mal. Wir sprengen uns den Weg frei. Und go! Na, wie convenient. Offenbar sind wir beim Fritz drin. Freunde fürs Leben. Oh, das ist so schön. Oh, ist das schön. Ich freue mich gerade voll. Ich freue mich wirklich gerade voll. Oh. Die Fußfesseln durchschneiden? Natürlich. Nichts lieber als das. Merci, mon ami. Regner. Carl Louis van Dorf. Yeah, komm. Freunde fürs Leben.